Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es gleich um zwei Toys, die wir hier in Corsia spielen können. Und zwar einmal die Tarnung des Wechselbikes und dann haben wir noch den Ring der Duplizität. Und diese beiden bedürfen erstmal einer Ruffraktion. Und zwar brauchen wir die Ruffraktion Archivars Codex. Und zwar auf Stufe 3 von 6. Bevor wir den NPC, den ich hier in der Höhle habe, also hier den Archivar, haben, der hier auf den Koordinaten 62, 22 in der Höhle drin steht, müssen wir erst ein paar Quests machen. Also, wenn ihr frisch in Corsia ankommt, müsst ihr erstmal hier diese Startquests machen, die euch so ein bisschen durch die Zone begleiten. Und dann steht der am Ende hier drin und ihr könnt quasi Zeug bei dem abgeben, um den Ruf ein bisschen zu steigern. Das ist die Materialie, die wir von den ganzen Rares und von den Kisten bekommen. Wenn wir den Ruf jetzt hochgebastelt haben auf Stufe 3, dann verkauft er uns Schlüssel. Die Schlüssel seht ihr nur so lang, bis ihr sie einmal eingesetzt habt. Dafür switche ich mal auf meinem Twink rüber. Da seht ihr, der hat jetzt hier noch drei Schlüssel im Inventar liegen, beziehungsweise einen haben wir schon gekauft. Und diese vier Schlüssel brauchen wir, beziehungsweise zwei von diesen vier Schlüsseln brauchen wir für die Toys. Die anderen Schlüssel sind für andere Kisten da, die wir auch mitnehmen können, weil das auch noch Ruf bringt, beziehungsweise auch für ein Achievement dann noch relevant wird. Wenn wir uns dann diese vier Schlüssel gekauft haben, wenn wir die die Stufe 3 erreicht haben, können wir diese Schlüssel nehmen, um Kisten aufzumachen. Wir haben zwei, wo wir dementsprechend die Toys drin haben. Hier bei den Koordinaten 41, 43 ist hier eine Höhle und da könnt ihr reinlaufen. Die ist relativ klein, gleich links liegt dann hier eine Kiste mit dem Schlüssel. Hier in dem Fall Schlüssel aus Corsia-Kristall, können wir das Ding aufmachen, bekommen eine Quest. Die Quest heißt genauso Tarnung des Wechselbikes. Die gebt ihr quasi dann hier direkt ab. Also ihr nehmt den Schlüssel, macht die Kiste hier auf und müsst sofort wieder zurück, gebt es ab und habt das Toy. Mehr ist es nicht. Und selbiges ist hier hinten, Ring der Selbstreflexion. Dort brauchen wir den Schlüssel der inneren Kammern. Und dort liegt das Ding in einem Haus drin, kann man eigentlich auch nicht verfehlen. Auf den Koordinaten 44, 47 einfach aufmachen. Quest annehmen, wieder zurückbringen und ihr habt auch dieses Toy. Übrigens, falls ihr nicht wisst, wie ihr da rüberkommt, hier gibt es einen kleinen Flugpunkt, der euch rüberbringt. Dann gibt es noch die zwei beiden anderen Schlüssel, da können wir dann hier noch andere Kisten aufmachen. Die geben auch Quests, die auch ein bisschen Ruf bringen, aber davon kriegen wir jetzt keine Toys. Das Ganze ist auch Teil von dem Achievement, die Rückgewinnung der Relikte. Falls ihr daran arbeitet, macht es auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wo hast du diese ganzen Kisten, die Symbole auf der Map her? Ich habe zwei Add-ons, und zwar einmal Handy Notes und Handy Notes Shadowlands. Und dann können wir einfach da das hier anhaken, die Rückgewinnung der Relikte hier. Dann tauchen die Dinger auf und man kann die Sachen relativ einfach sehen. Gut, soweit zum Vorgeplänkel. Jetzt würde ich sagen, lernen wir die Dinger einmal. Eins und zwei. Und dann will ich schauen, was die Dinger machen. Einmal Ring der Duplizität. Und zwar nutzt einen Teil der im Ring verbleibenden Magie, um ein Spiegelbild zu beschwören, das eure Handlungen kopiert. Okay, das klingt ganz cool. Jetzt machen wir das mal. Wie lange hat denn das abklingt? Seit eine Stunde. Okay, also wir haben ein Spiegelbild. Okay, das ist instant wieder despawned. Vielleicht darfst du nicht laufen. Da ich jetzt nicht eine Stunde warten will, mit einem zweiten Account dürften wir das auch benutzen können. Jetzt gucken wir mal hier. Ring der Duplizität. Okay, jetzt schaue ich mal. Also da steht das Spiegelbild. Ich mache jetzt mal vielleicht tanzen. Signalgeber. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Toy buggy ist, aber... Oder vielleicht bin ich auch nur blöd, aber es scheint jetzt irgendwie nicht so gut zu funktionieren, ne? Oder vielleicht habe ich es auch nicht gecheckt. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber das Spiegelbild ist da, sobald ich move, ist es weg. Und wenn ich irgendwas mache, jetzt zum Beispiel wie tanzen, kopiert es das nicht, also das scheint ein bisschen buggy zu sein oder ich habe es schlichtweg nicht gecheckt, was es macht, wenn wir, naja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst. Dann schauen wir mal das andere noch an. Tarnung des Wechselbikes, nehmt das Aussehen eines Bediensteten von Corsia an. Ah, okay, das ist ganz cool. Wait, sind wir jetzt gefühlt so ewig langsam?
Ja, ich bin langsamer als sonst, ne? Also es sieht cool aus. Es hat was, aber ich bin halt übelst slow. Warte mal, ich habe doch ein Add-on, wo mir mein Movement Speed anzeigt. Ja, ich habe Lauftempo 64%, ne? Wenn ich jetzt in die Reisegestalt gehe, ja, seht ihr, dann wäre ich trotzdem noch runtergeslowt. Krass. Ah, in der Dinggestalt geht's, ne? Hier auch die Bärengestalt. Okay, es hat halt keine Animation. Die Hände bewegen sich nicht. Ich kann hier kämpfen als Bär. Okay. Ja gut, es hat... Kann das irgendwas so tanzen oder sowas? Ne, das kann überhaupt nichts. Es ist halt null Emotes, das Teil. Naja, oh, schade. Vielleicht macht Blizzard da noch was. Also du kannst tatsächlich nur langsam vor dich hingleiten. Aber mehr ist tatsächlich nicht drin. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir aufmounten. Wahrscheinlich hat es keinen Mount. Nee, es hat auch keinen Mount-Aussehen. Schade. Gut, es hat auch keine Beine, das Viech. Deswegen ist es wahrscheinlich schwierig. Okay, gut, das waren die beiden Toys. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiter helfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.